Total Moshpot, der Podcast für Subkulturen und harte Musik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Total Moshpot, dem Podcast für Subkulturen und harte Musik. Ich bin Adrian von Tod gehört und mit dir dabei ist der verlorene Sohn, der mich wochenlang hat am langen Arm verhungern lassen. Genau, der Kario von Moshpit Passion, das hast du sehr schön gesagt. Ja, wir haben uns jetzt über einen Monat nicht gesprochen tatsächlich. Ich glaube, 5 Wochen oder 6 fast. Ja, Anfang Dezember mit Document 6. Genau, das ist schon richtig eine Weile her. Und auch heute sind wir nicht alleine. Auch heute haben wir einen Gast. Und dieser Gast stellt sich mal ganz geschwind vor. Ja, hi, hier ist der Husky von Asphyx, Rotten Casket, Trinitas und Karl Ghul. Ja. Und ich wurde von den zwei Herren hier eingeladen. Bin mal gespannt, was da jetzt so passiert. Ich tatsächlich auch. Schön. Wunderbar, dass das geklappt hat. Das lief ja tatsächlich bei Kajo. Kajo kennst du ja schon, glaube ich, ein bisschen länger. Ich habe mir auch heute nochmal das Interview angeguckt, das ihr beiden geführt habt. Vor, glaube ich, Ende 2020 war das. Das war vor der Nekoceros Release. Ja, war bei mir zu Hause, ne? Ja. Richtig, richtig. Ja, in der alten Wohnung noch. Wir sind mittlerweile auch schon umgezogen. Schon wieder? Im Haus gekauft. Ah, cool. Ich fand es auch sehr cool, weil du da am Ende ja sehr viel über die Platten geredet hast und ihr seid durch die Plattensammlung gehüpft. Das ist immer sehr, sehr gut, weil unsere Sektion, unser Podcast beginnt ja immer damit, was unser Gast aktuell so für Musik hört. Und was liegt so bei dir auf dem Plattenteller aktuell? Tatsächlich im Moment viel meiner eigenen Bands, weil wir gerade Testpressungen bekommen haben von Karl Ghul und von Rotten Casket war ja, ne? Und aber ich habe mir in letzter Zeit ich weiß gar nicht, wie die Band ausgesprochen wird, Sijin oder so. Okay. Sijjen, das ist quasi die Nachfolgeband von Nikos Christos. Ah, okay. Ja, super geiler Death Metal. Ansonsten was noch? Was habe ich hier noch so gehört? Nestor. Ah, ich auch. Tatsächlich. Die sind tatsächlich sehr geil. Ich habe mir noch ein paar alte Platten, also alte Aufnahmen, die wurden neu rausgebracht von Disabuse. Das ist ja der Patrick, der Basser von Rotten Casket. Der hat ja seine andere Band noch. Und vor ein paar Wochen waren wir auf einem Konzert hier, haben Keizer gespielt. Seitdem bin ich brutaler Keizer-Fan. Moment, bei euch sind Konzerte? Ich war, glaube ich, das letzte Mal Anfang Dezember oder so auf dem Konzert. Seitdem ja, ist gar nichts. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber das ist jetzt noch nicht so ultra lange her. Da haben Keizer hier in Stadtlohn bei uns um die Ecke gespielt. Ah, okay. Cool. 2G war das damals und alles, ja. Ja, jetzt ist ja erstmal wieder nix. Ja, das stimmt wohl. Ich muss tatsächlich sagen, wo wir beim Thema Live-Shows sind, dass ich zweimal letztes Jahr Asphyx gesehen habe. Das waren auch, glaube ich, die einzigen Konzerte gefühlt auf dem Rockhard und in, wo war das nochmal? Osnabrück. Osnabrück, ja. Ja, aber tatsächlich, ich war selber als Gast, habe ich auch nur das eine Konzert. Ja. Als andere war nur selber gespielt halt. Mhm. Ich wollte eigentlich vorletztes Wochenende am Toxoplasma gespielt in Düsseldorf. Da wollte ich eigentlich hin, aber da habe ich mir dann im Nachhinein überlegt, weiß nicht, ich bin halt auch Risikopatient und ist im Moment noch, ist mir da zu gefährlich. Oh, okay. Ja, deswegen. Ansonsten wäre ich da hingegangen. Ah, ja, klar, verstehe. Ja, das ist blöd. Ich habe echt gehofft, wir kommen dieses Mal irgendwie durch, ohne über Corona zu reden, aber ich glaube, das bleibt nicht aus. Ich fand es auch sehr interessant in dem Interview, was du mit Kajo letztes Jahr geführt hast, wie so die Predictions für 2021 waren, wie das mit Corona weitergeht. Und so ganz falsch wart ihr ja beide auch nicht, wenn es darum geht, was 2021 bisschen was ging, aber die großen Tourbusse sind tatsächlich nicht durch die Republik gefahren. Ja, ich sehe das auch, ich bin ja auch Booker und ich sehe halt auch jetzt im Moment, also bis April wird nichts passieren. Vielleicht hier und da ein paar vereinzelte Shows unter sehr strengen Maßnahmen. Aber dass da jetzt, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, dass da jetzt ein Tourbus voll mit Amis durch Europa tuckert, das kann ich mir noch nicht so vorstellen. Ja, richtig. Mhm. Ja. Was mich auch gerade mal interessiert, ich meine, jetzt sind wir schon eigentlich voll im Thema drin, ohne dass wir jetzt gesagt haben, was wir eigentlich so letzte Zeit gehört haben, Kajo. Ach, ja, mach das doch mal zuerst. Kajo, was lief so bei dir?
Was liebst du? oh Gott, ey, hör auf. Ich glaube, die 5 Wochen, wo wir uns nicht gesehen haben, tat mir nicht gut, weil diverse Bestellungen eingegangen sind. das war echt breit gefächert. Also ich habe mir alte Platten geholt, um so die ein oder andere Kollektion zu vervollständigen. Ein Beispiel sind Filter, falls sie jemand kennt. Mhm. Da ist der Frontmann Richard Patrick, der war mal bei Nine Inch Nails und hat dann quasi nicht Nine Inch Nails kopiert, aber ist dann auch so, wie soll man das sagen, ist Chef der Band und hat sich dann Hired Guns eingekauft, angestellte Musiker ins Boot geholt. Und da gab es die ein oder andere Platte, die mir tatsächlich fehlte, weil die auch im Preis gestiegen sind. Und etwas, was mich nicht nervt, sind die Discogs-Preise, die nochmal irgendwie zugenommen haben in den letzten Monaten. Ja, das war so ein Ding. Dann habe ich mich ausgiebig hier mit der Venom-Box habe ich mich beschäftigt. Mit, ist die? Weiß ich nicht. Da sind auf jeden Fall die ersten 3-4 Platten drin und kleine Krachmusik. Oder kleine Nachtmusik, nicht Krachmusik. Krachmusik ist das hier vom Wolle, ein Kollegen. Vom Wolle, genau. Hat er sein eigenes Format. Genau, das waren so die Sachen, wo ich mich in den letzten Wochen beschäftigt habe. Oh, mir fällt gerade noch eine ganz wichtige Platte ein. Zwar ja? Wohnt. Die Band wohnt. Ja. Die neue Platte. Ja, die ist echt geil. Definitiv. Ja, habe ich auch direkt geholt bei Van Records. Großartiges Teil. Ich fand's ganz witzig. Leute, die vorab gehört hatten, hatten gemeint so, ja, die klingt total nach At the Gates. Und wo ich gedacht habe so, naja, also ein, zwei Songs vielleicht. Aber im Großen und Ganzen finde ich die eigentlich sehr düster und eigentlich sehr teilweise sehr bleckig. Also so Black-Metal-lastig. Ach, und ich möchte noch kurz was dazwischen schieben. Und zwar eine Band aus Koblenz war vor 2 Wochen beim Schaller. Da, die heißt, genau, Addict, genau, den Ronny und den Lok, die haben da erzählt, dass sie dich, glaube ich, getroffen haben, irgendwie privat, irgendwas mit deinem Auto und Koblenz, sagten die nur. Ja, das ist der Sänger von Addict, der hat in meiner allerersten Band gespielt. Also, wir haben zusammen eine Band gehabt früher und dann bin ich so langsam aus Koblenz weg, da habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren. Und aber ich war tatsächlich letztens bei dem, weil ich lasse bei dem ersten Sänger von Disaster, also der allererste Sänger von Disaster, der ist Automechaniker und der, bei dem lasse ich immer mein Auto flicken, weil er da billiger ist wie hier oben. Und da fahre ich dann halt so alle halbe Jahr fahre ich runter halt. Und wenn das Auto dann bei Kasi ist, dann bin ich bei Patrick und trinke Bier. Ich glaube, wir müssen uns nach der Sendung mal darüber unterhalten, weil nämlich meine Freundin und die Schwester, die kommen auch ursprünglich aus Koblenz, wir sind auch häufig dort unten. Ja. Und das Erste, was natürlich auch von meiner Freundin gemacht wurde, als sie schwanger wurde, ein T-Shirt geholt, also so ein Strampler mit, im Herzen Schengelchen. Ja. Schengelchen ist natürlich so ein Koblenzer Begriff für Einwohner, kann man so sagen. Ja. Ist auch das Wochenblatt heißt auch Schengel. Und Schengel Center gibt es da, das viel mit Schengel. Ja. Adrian hat ja auch eine Verbindung zu. Hat aber nichts mit dem Schengel-Abkommen zu tun. Ahaha. Genau. Ja, ich hab Ausbildung in Koblenz gemacht, tatsächlich. Damals auch, als die Telekom noch da saß am Clemensplatz. Ja, Also, ist ja witzig. Haben wir alle irgendwie alle Verbindungen dahin? Weltstadt Koblenz, genau. Ja, aber definitiv. Ja, die Altstadt ist sehr schön. Und auch, was die Clubs da angeht. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ich sag noch ganz kurz, was ich gehört habe. Ich habe mir natürlich Knife angehört und hab's direkt geil gefunden. Stimmt, direkt vorbestellt. Sehr, sehr gut. Dann habe ich mal die ganzen Memes nachgegeben. Ich habe die ganze Zeit irgendwie Pale Swordsman-Memes gesehen auf Facebook und dann gesagt, was ist denn das? Und dann so, ach, Black Metal hier, Kek Arak, ein Ukrainer, der in Polen lebt, macht so etwas, ja, so romantisch-gotischen, angehauchten Oldschool-Black Metal. Das ist ganz witzig, mal was ganz anderes. Fand ich auch ganz witzig. Und gestern hatte ich noch, oder was vorgestern, Stormkult, Europas Weg zum Grab, ein Bekannter aus Norddeutschland. Der hat dann recht cooles Ein-Mann-Projekt, Stormkult heißen die. Und inzwischen sieht's auch gut aus. Früher war das Cover immer ziemlich, das Logo ziemlich kacke. Aber seitdem er denselben Wappendesigner hat, den auch wir bei Black benutzen, sieht's auch endlich mal gut aus. So, genau, das war Nestor, habe ich sonst noch gehört. Das haben wir ja aber eben schon kurz gesagt. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt weiter. Steigen wir aber direkt mal ins Thema ein. Wo wir schon direkt so schön bei Koblenz waren, fangen wir doch einfach mal dahinter an. Wie oft bist du da eigentlich noch in Koblenz? Wie eng sind noch deine Bande dorthin? Meine Mutter lebt noch in Koblenz. Mhm. Und ich bin ja auch in Koblenz geboren, aufgewachsen und alles. Und ich habe halt noch zu meiner alten Band hier, Disaster, habe ich noch so unregelmäßig Kontakt. Jetzt wieder hier zum Patrick von Addict wieder ein bisschen mehr. Und ich habe halt noch 2-3 Kumpels, mit denen ich sehr viel schreibe und anrufe und ich habe zwar letzte Zeit nicht mehr geschafft, in den Florenzmarkt zu gehen. Das ist so diese Szene-Kneipe halt in Koblenz. Ne? Mhm. Und da
Da muss ich unbedingt mal wieder hin. Das Problem ist nur, dass ich 2 Tage dann kein Auto fahren kann. Was mir gerade noch einfällt, ich glaube, die vom Peter, Turok Peter, die Eltern, ja? Die kommen auch, oder er kommt auch ursprünglich aus Koblenz und die hatten auch eine Gastschenke, eine Bar, Kneipe, irgendwie sowas. Oh, da weiß ich gar nicht. Ja. Wer hat mir das erzählt? Von Caliban, der auch im Turok arbeitet, der mit denen auf Tour ging, ist Buschmann. Ja. Heißt der. Ja. Der sagte mir das. Da sind wir zu Eddick gefahren und Pyrakanda in Andernach. Mhm. Und da hat er das erzählt, dass die auch da eine Kneipe tatsächlich hatten. Das ist total lustig. Das war früher immer so, wo wir noch so die kleinen Metaller waren, so, ne, Ende der, so Mitte 90, Anfang 90, so, da war echt immer so ein Streit zwischen den Hardcorern und den Metallern in Koblenz. Und zu den Hardcorern gehörte damals auch hier Schaller und der Schlagzeuger von Caliban, Pyrakanda und sowas. Mhm. Und das waren immer so die, das gab immer Stress, wenn wir uns getroffen haben. Mittlerweile ist halt, man wird halt erwachsen und hat da mittlerweile auch zusammen Spaß. Ich war irgendwann mal auf einem Konzert, dann am Caliban auf dem Festival gespielt, da habe ich bei denen im Backstage den ganzen Sekt weggesoffen. Sehr gut, sehr gut. Hätte ich das erzählen sollen? Nee, kannst du ruhig. Sowas. Hast du dich letztens auch in einem Interview erzählt? Wer war das? Benediction oder mit wem du das Bier weggesoffen hattest oder so? Ja, da haben wir in wie hieß das nochmal, Quebec Death Fest gespielt. Ja. Und da haben Benediction Freitags gespielt. Da haben wir in der Zeit, wo die auf der Bühne waren, haben wir denen den ganzen Kühlschrank leer gesoffen. Da gibt es auch ein Foto von, wo wir vor so einem Tisch sitzen, komplett mit leeren Bierflaschen. Und das Lustige war dann natürlich, einen Tag später haben wir gespielt, ne? Ja, und da standen die dann so mit so 10 Bieren in der Hand so neben uns. Also, sehr, sehr gut. Hattest du aber schon mal irgendwie sowas, weil du sagtest, bist auch Booker, hast irgendwie eine Band gebucht und dann irgendwie passiert halt manchmal, irgendwie landet man halt im Backstage und dann hast du den alles weggesoffen und dann so. Ja Mist, jetzt habe ich meiner eigenen Band alles hier, den ganzen Rider weggesoffen. Nee, sowas macht man nicht natürlich. Ne? Man geht eigentlich, wenn, dann fragt man oder kriegt es angeboten, ne? bei den Booking-Bands. Ben Diction buche ich jetzt mittlerweile auch, aber da war ich mit S-Fix unterwegs und dann darf ich ein bisschen ausschweifend sein. Dann. Auch nicht schlecht. Aber was der Marco mir noch erzählt, das weiß ich noch, ich glaube, ihr wart zusammen auf der gleichen Schule, nur du warst 3-4 Jahre über ihn in einer höheren Stufe oder irgendwie sowas. Wir waren auf der Clemens-Brentano-Realschule und da ist auch lustigerweise, als ich auf die Schule gekommen bin, war die komplett voll mit Metallern. Ne, da liefen sie alle rum, knatschenge, schwarze Stretch-Jeans, hier diese Bundeswehr-Taschen früher mit Venom drauf und so, ne, und Kutten an und alles. Und als ich von der Schule weg bin, war ich der Letzte. Da gab es keinen mehr. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob der. Wie alt ist der Schaller denn? 45 wird er. Naja, dann, ich bin 44, da war der über mir. Vielleicht hat er ein paar Mal sitzen geblieben. Ich bin ein paar Mal sitzen geblieben. Müsste ich jetzt nachfragen. Ja. Auf jeden Fall sagt er, du warst ihm in der Klasse über. Doch, irgendwie sowas sagte der mir. Vielleicht ist er auch schon älter. Ja, das der weiß das nicht mehr genau. Der macht sich nur jünger. Ja, der muss ja auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Ne? Da sind halt die Fans so 19, 14, ja. 14 und 19 bei Caliban. Ja, eher 14. Nee, aber ohne Witz, jetzt hast du gerade gesagt, Schule und so weiter, waren viele Metaller früher und so weiter. Wie hat das denn bei dir eigentlich angefangen damals? Wurdest du dann auch durch die Schule oder durch dein Umfeld in der Schule sozialisiert und zum Metaller oder gab es da irgendwie andere Vorbilder, die du hattest? Naja, tatsächlich war es so, da war ein alter Punker, der war bei uns auf der Schule und der hat mir irgendwann mal, weil ich, also ich habe durch meinen Vater, ich habe irgendwie so, der hat Black Sabbath Platten im Schrank stehen gehabt und so, das fand ich cool und habe das aber nicht weiter so verfolgt, ne? Und irgendwann kam ich dann auf die Schule und dann hat mir ein Typ halt so 3 Platten in die Hand gedrückt, die soll ich mir daheim mal anhören, das war DRI, Death Angel und Halloween. So. Und nicht Death Angel, das war Testament, genau. Auf jeden Fall habe ich mir die dann daheim angehört, habe gedacht, so, boah, Testament, was ein Krach, so schnell kann gar keiner singen, das geht überhaupt nicht. DRI fand ich okay und Halloween fand ich geil. Ja, und dann ging es halt los. Dann waren halt in der Klasse 2 Leute, die auch so Musik gehört haben. Dann
ja, dann habe ich mir mein erstes Metal-Shirt gekauft, da bin ich ausgelacht worden auf dem Schulhof, weil sie so, oh, ja, bist du heute Abend auch bei Pyrakanda im Jutz und so, weißt du, ja, ja, klar, ja, trink mal ein, ich so, oh, ja, machen wir, schon vom Vater hingefahren damals, ne, und dann, ja, ja, aber dann ging es so los, du hast halt die ersten Kontakte geknüpft, dann bin ich, wir haben ja dann Rüben, also der Ort, wo ich herkomme, heißt Rübennach und der ist quasi direkt neben Mühlheim Kärlich und in Mühlheim Kärlich hat dann Kuschke von Disaster gewohnt und Kasi und wie sie alle heißen so. Die habe ich schon kennengelernt, dann ging's los, da habe ich erstmal so die ganzen harten Bands so was kennengelernt, so von Slayer über Death Row, so die ganzen alten 80er-Kracher, ne? Ja, und dann ging's halt immer weiter, dann habe ich mich immer weiter, also immer mehr, ich habe halt auch nicht immer nur auf die großen Bands geguckt, ich habe natürlich auch viele kleine Bands. Hat ja auch mal ein Fan sein später und da bist du dann halt mit, irgendwann bist du halt drin. Ne? Und dann, das war halt, war auch eine geile Zeit, weil du musstest ja nicht wie heute einen Klick und dann konntest du dir Bands raussuchen im Internet. Ja, richtig. Ja. Du hast auf Kassetten gewartet, die du bestellt hast und hast Fansigns bestellt, damit du neue Bands entdecken kannst und sowas. Ne? Das war ganz anders wie heute. Da musst du wirklich noch, Heavy Metal Hunter spielen, um was Gutes zu finden halt. Ne? Aber ich finde auch, gerade jetzt oder gerade in den letzten Jahren, wo so viel rausgekommen ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es auch wieder zurückgeht, dieses Heavy Metal Hunter. Also du musst halt schon, klar, kommt viel raus, aber es ist auch viel, ich sag so wie es ist, Scheiße dabei, wo man halt echt auch so gucken muss, okay, was ist jetzt wirklich gut, was ist wirklich geil. Ja, aber ich finde halt, früher musstest du dir fünfmal überlegen, welche Platte du kaufst. Und du konntest dir nicht einfach nur ein Video bei YouTube anzugucken und sagen, die Band ist scheiße. Du hast halt viel auch gehört, was andere Leute gesagt haben. Ne? Du hast, wir sind Plattenläden rein und hast dir Platten angehört damals noch. Wir hatten in Koblenz hatten wir einen Laden, der hieß LP. Ja, ja. Von Pyrakanda, der Sven Fischer, der auch bei Rage später war, da gearbeitet. Ne? Und da bist du rein, hast geguckt, boah, ist das ein hartes Cover, die Band muss geil sein. Ne? Und dann hast du die angehört und dann hast du die gekauft für 18 Mark. Oder was auch immer. Ne? Ja, und das ist auch ein bisschen das, ich meine, ich erwische mich selber dabei, dass ich das heutzutage mache, aber das liegt ja wirklich auch an der Flut der Bands, dass du einfach, du kannst nicht mehr alle Bands dir Sachen kaufen und dann nachher sagen, boah, die sind doch scheiße. Also schon so eine Vorauswahl treffen und dann ist das halt. Wobei ich sagen muss, da hat man dann den Bands natürlich auch mehr eine Chance gegeben. Da hat man irgendwas gekauft und hat sich im ersten Durchschlag gedacht, so, ah, na, ist jetzt nicht so geil, aber dann hat man, komm, ich habe jetzt Geld ausgegeben, jetzt hörst du es noch ein paar Mal. Und je nachdem fand man es dann doch noch vielleicht geil und ist dann später erst gezündet. Heute geht das ja gar, also heute passiert das ja nicht mehr so oft. Ja, ja, das stimmt. Das war klar. Du hast immer wieder irgendwelche Bands gehabt, wo du, da hast du mal ein Schnäppchen gemacht oder so, denkst, komm, holst du mal für 10 Mark eine Platte mit, ne? Da hast dann echt mal so 10 Durchläufe gebraucht, bis das dann wirklich funktioniert hat. Ah, ja. Wo du hast schon gerade gesagt, zu kurz zu Disaster. Wie hast du die Band eigentlich kennengelernt? Also, und jetzt nicht nur als Mitglied, sondern so als, auch als Hörer vielleicht. Also ich habe ja, wo ich eben erzählt habe, dass ich ja dann irgendwann von Rübenach nach Mühlheim geschwappt bin, habe ich halt Kuschke kennengelernt. War auch geil, erste Begegnung, er auf dem Damenfahrrad, vorne und hinten so ein, wie nennt man das, so ein Korb, ne? Voller Bier, ne? Und dann haben wir uns immer auf so einem Wasserspielplatz getroffen, hinten in der Ecke, da haben dann die ganzen Metaller immer mit so Ghetto-Blastern gesessen, haben halt Musik gehört, Bier getroffen. Und ja, und dann irgendwie nach, wo ich dann zweite oder dritte Mal da war, da habe ich auch schon bei ihm gepennt. Und zu dem Zeitpunkt gab es Disaster nicht. Also das musste dann so 92, 91, 93 irgendwie gewesen sein. Und das war dann gerade so, ich habe dann wieder mitbekommen, wo er die neuen Leute in die Band geholt hat. Dann war ich erstmal nur halt als Kumpel mit denen unterwegs. Aber das war ja alles nur hier so Umkreiskonzerte, ne? Und ja, und dann später so mit ab 95 bin ich ja dann auch in die Band eingestiegen. Ja, und da ging es halt los, ne? Und ich kannte halt auch den Volker, den Basser. Wir haben irgendwann mal zu Hause gesessen, haben uns überlegt, woher wir uns kennen. Wir wissen es nicht mehr. Also wir müssen uns irgendwie als Kinder schon irgendwie gekannt haben, weil er auch Familien in dem Ort hatte, wo ich herkomme. Aber wir wissen es nicht mehr. Also das waren halt alles, die saß da ganz am Anfang, wo ich eingeschrieben bin, waren halt alles Kumpels. Ja, ja, cool. Ja, was ich jetzt fragen wollte, du hast eben gesagt, du hattest in deiner allerersten Band, jetzt hast du aber gar nicht gesagt, was das war und wie die hieß. Was waren so deine ersten Gehversuche? Meine erste Band hieß Graveworm. Ach. Ja, aber da kannte ich die anderen Bands, kannten wir da noch gar nicht. Und wir haben nur 2 Demos gemacht und wir sind dann nachher, wir haben am Anfang so versucht, ein bisschen Thrash-Metal zu machen, sind dann aber auch ein bisschen abgedriftet, so Richtung so Pantera, ein bisschen Hardcore. Okay. Und dann bin ich aber da noch raus, bin bei Disaster eingestiegen, dann hat die Band, gab es dann auch nicht mehr.
Stimmt, haben die Jungs noch von, sorry, haben die Jungs von Addict noch erzählt beim Marco. Also ja. Der Lok, der sagte immer, die haben immer bei euch in einem Proberaum rumspioniert. Ja, hier, hör mal hin. Dann ging das immer rum und da weiß ich nicht, dann sagte also der Lok als ein Beispiel hier mit, wie heißt das, Six Reason to Kill, die Band von Marco, der war dann irgendwann raus zu Caliban, und weil der Lok dann immer irgendwie so da rumsaß, ist er irgendwie damit eingestiegen und wurde dann Gitarrist und so. Das ist, fand ich immer sehr, sehr lustig. Also wenn die so gesagt haben, haben sie so gelauscht, dann waren sie irgendwie im Proberaum drin, haben mitgesoffen und dann, wenn einer rausgegangen ist, dann so, ja, jetzt bist du jetzt hier der neue Bassist, was weiß ich nicht. Und ja, haben sie auch als ich bin, nach Greyform kam Disaster und dann während Disaster habe ich ja Metal Inquisitor noch gegründet mit Blumi. Die haben sich ja mittlerweile auch aufgelöst. Ja. Und ich glaube, es war Metal Inquisitor, die mal in einem Interview gesagt haben, wo sie gefragt wurden, warum hat es bei eurer letzten Platte eigentlich so lange gedauert, dass da Funkstill war? Und die so, naja, wir hatten einen sehr gemütlichen Proberaum und haben lieber getrunken, anstatt zu proben. Also die eifrigsten waren sie eh nie. Naja, war aber schon cool. Wir haben ja damals, ich wollte unbedingt halt mit Blumi so eine so Speed Metal machen, so was, bisschen so wie alte Blind Guardian, so die Richtung, ne? Und da haben wir diese Demo und Single aufgenommen und dann bin ich ja raus und dann sind die ja immer mehr so auch Richtung so New Wave British Heavy Metal mehr gegangen halt, ne? Mhm. Ja. Aber gute Band, leider schade, dass die aufgehört haben. Ja. Ich finde auch den Sänger hier, Rob finde ich halt ziemlich geil und naja, ist halt so. Ja. Manchmal ist es halt so, ne? Ja. Was ich fragen wollte, du hast ja schon immer in mehreren Bands gespielt. Ja. Wie hast du das alles gemanagt bezüglich Proben, Shows, Tour, dass du da jede Band eine gewisse Priorität eingeräumt hast? Ich meine, jetzt spielst du ja wieder in, ich weiß nicht, 3-4 Bands ja, gleichzeitig. Vier, ja. Und hast ja dann auch eine Zeit lang in mehreren größeren gespielt, was heißt größeren, aber ja. Sag ich mal, Bands, die mehr, sag ich mal, Zeit einnehmen würden durch, sag ich mal, internationale Shows, Tourneen als lokale. Also es war in der Zeit, wo ich bei Disaster gespielt habe, habe ich ja ein bisschen bei Matt Lucifer mitgespielt und da haben wir halt, das war ja dann immer nur so ein Ding, wo du einmal im Jahr für 4-5 Shows zusammen gespielt hast, ne? Und da der Blumi ja auch immer dabei war für Metal Inquisitor, haben wir halt immer zusammen geprobt. Ich war halt früher fast jeden Tag im Proberaum. Entweder ich mit Disaster geprobt oder mit ihm oder auch alleine. Wo alleine ja weniger früher. Aber egal. Und und dann natürlich später, wo ich dann bei Essex eingestiegen bin, da war das natürlich dann ein bisschen, war das nicht mehr so einfach, weil ich ja dann auch aus Koblenz dann langsam rausgezogen bin. Dann ging das mit der Proberei mit Disaster nicht mehr so viel. Und das war ja dann auch der Grund, warum die Jungs mich dann haben gegangen worden haben. Und dann halt natürlich dann mit Sodom später, das war halt dann mit Essfix und Sodom, das war nicht mehr zu vereinbaren zeitlich, das ging halt nicht mehr. Ist aber interessant, weil du ja auch gesagt hast, dass dein allererstes Tattoo ist von Sodom, also da war doch sicherlich nicht so einfach zu sagen, ja hier, mach's gut Sodom nach 2 Jahren. Nee, einfach war es nicht, aber mein Herz schlägt ein bisschen mehr für Essfix, ne, und deswegen habe ich mich dann auch im Endeffekt für Essfix entschieden. Und klar, das hat wehgetan, weil Tom ist ein cooler Typ, mit York habe ich mega Spaß gehabt und alles, aber ich musste mich da entscheiden. Ne? Und da war halt jetzt die Überlegung, machst du einen auf Rockstar, ne? Machst du einen auf richtigen Musiker und verdienst dein Geld damit oder gehst du brav arbeiten und machst halt mit Essfix dann halt immer so ein paar Shows im Monat. Ne? Und dann habe ich halt dafür entschieden. Ich habe mittlerweile auch Familie und 5 Tage die Woche nur noch für die Musik unterwegs sein, das ging dann halt nicht mehr. Hm. Aber ich habe jetzt immer noch, ich habe jetzt mittlerweile auch wieder mit Essfix 4 Bands, aber das sind, also mit Rotten Casket sind wir jetzt gerade eine neue Platte am Aufnehmen. Trinitas ist fertig und Karl Ghul ist ja fertig, aber das sind halt alles Bands, da werden vielleicht 2-3 Live-Shows im Jahr gespielt, da ist das, fällt das nicht ins Gewicht. Aber ganz ehrlich, bei Carnal Ghoul, ich war jetzt auch nicht ganz überrascht, dass du von Carnal Ghoul redest, weil ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass was kommt, weil ich fand die EP damals mega stark, aber das ist schon fast 10 Jahre her. Ja, das war halt auch, die haben ja durch viel mit Milk in the Goat Machine rumgehangen, dann macht Fairly auch Knife jetzt, ne? Und dann hatten sie ja Demon Breed zwischendurch und ja, und wir haben jetzt irgendwann, haben wir uns dann, nachdem Sven verstorben ist, haben wir gesagt, ja, wir machen die Platte jetzt fertig, ne? Und werden jetzt demnächst auch einen neuen Sänger ankündigen und dann gibt es eine nächste Platte und dann wird noch ein paar Live-Shows gespielt.
Cool, sehr, sehr gut. Ich kann mich damals erinnern. Ich hatte damals auch ein Konzert irgendwie organisiert, wollte auch so ein Death Metal Abend bei uns machen. Da hat mich, glaube ich, einer von euch auch angeschrieben, von Karnel Ghoul, ob sie nicht da spielen könnten. Und ich war jetzt so, naja, das ist so ein kleiner Rahmen. Selbst 200 Euro Gage kann ich nicht bezahlen. Was immer relativ anstellend ab und zu beendet. Aber fand ich witzig, dass auf dem Rahmen gesucht wurde. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, genau. Trinitas hast du gesagt. Ja. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du so, ich meine, Black Metal ist ja, ich meine, kommt da, du bist ja eigentlich so, also für viele eigentlich eher so Death Metal und Thrash Metal der Typ. Ja, klar, durch Disaster habe ich natürlich viel auch in Black Metal gefielen, ein bisschen so rumgekrapst, ne? Und wir haben irgendwann mal auf irgendeinem Way of Darkness, das war glaube ich in Coburg damals, weil das nicht in Bamberg sein konnte, irgendwas war da. Auf jeden Fall haben da Nagelfahr gespielt. Und Matthias, der damals bei Dark Fortress gesungen hat, den kannte ich schon ewig halt durch Disaster. Und dann haben wir irgendwann im Backstage-Raum gesessen und haben gesagt, ey, wir müssen unbedingt eine Band zusammen machen. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir so wie Dark Throne, erste, zweite Scheibe, da haben wir alle Bock drauf. Ne? Ja, und dann haben wir ja diese irgendwann dann, weil in Umea, Schweden, die Uhren ein bisschen langsamer ticken wie hier in Zentraleuropa, hat dann erstmal die Mini ewig gedauert. Und dann haben wir uns vor anderthalb Jahren oder so kam dann Chris kam mit neuen Ideen, ja, und die haben wir ausgearbeitet und dann aufgenommen. Und jetzt kommt die Platte, kommt demnächst auf Warn Records raus. Ja. Mhm. Kurze Frage dazu, sind da irgendwelche Special Editions geplant? Weil Warn Records, die hauen ja stellenweise wie bei, wie heißt die Band? Das war so eine Lavish-Edition, wie so ein Buch. Wie hieß die Band nochmal? Atlan Codex. Die haben so eine aufwendige Edition. Habt ihr da auch irgendwie sowas geplant? Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß, es gibt Vinyl und CD und Tape, aber was jetzt da geplant ist, da sind wir jetzt, ich glaube schon, dass irgendwie irgendwas wird gemacht, aber ich kann dir das echt nicht sagen, weil das machen die anderen zwei, da habe ich nicht so viel mit zu tun gehabt. Aber ich bin froh, wenn die Platte überhaupt rauskommt, weil das jetzt auch schon wieder so lang dauert. Wie war das bei Rotten Casket? Ich glaube, da gab es so, ich will nicht sagen Schwierigkeiten, aber der Robby hat ja die CD-Veröffentlichung gemacht und ist da irgendwo, glaube ich, eingesprungen. Ja. Oder ausgeholfen? Ja, das war ursprünglich, weil wir wollten ja einfach nur eine Mini rausbringen und da wollten wir auch nicht an so größere Labels, ne? Und da haben wir dann hier Steffen von Lyco Frantic Chance, oder wie er heißt, der hat dann das Vinyl gemacht und eigentlich sollte Final Gate die Mini-CD rausbringen, aber der hat aufgrund von, der hat irgendwelche Probleme gehabt, irgendwas mit seinen Bands von seinem anderen Label. Und daraufhin hat er gemeint, der kann es nicht machen. Dann ist zum Glück Robby eingesprungen halt. Ne? Ja, und deswegen dauert natürlich die CD jetzt ein paar Tage später, weil das war alles relativ kurzfristig. Mhm. Die kommt jetzt auch in 2 Wochen ist sie da. Aber was mir aufgefallen ist, ich glaube, wann habt ihr das Ganze ins Presswerk gegeben? Weißt du das noch? Das Vinyl? Das Vinyl, genau. Das war relativ schnell. Ich meine, der hat mir... Im November hat er mir die Testpressungen geschickt, glaube ich. Oder Anfang Dezember. Also war relativ flott, also seltsamerweise. Normalerweise brauchst du mittlerweile fast ein halbes Jahr Vorlauf. Richtig. Mhm. Ja. Und er hat anscheinend, vielleicht weil er nur so eine kleine Stückzahl war, haben die vielleicht irgendwo zwischendrücken können. Ne? Okay. Aber ja, das sind ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das mit den Presszeiten ist furchtbar. Ich habe jetzt auch irgendwie auf die neue On to Others, also Idle Hands, da glaube ich, warte ich noch bis Mai drauf, bis die offiziell rauskommt. Ja. Wir haben uns noch zusammen hier, die Datiamana haben uns noch zusammen hier. Naja, die gab es noch, ja, und gut. Das ist, Als Ersatz quasi ich noch, saßen wir hier, ja, scheiße, müssen 9 Monate oder was war das, 8 Monate warten? Ja, das eine Ding war ja, also ich habe gehört, das eine Ding war, weil ABBA ziemlich viele Presswerke lahmgelegt haben. Dann ist der Rohstoffmangel ist ein Thema. Ne? Mhm. Jetzt ist anscheinend auch noch Adele, die bringt jetzt noch was raus, hat auch noch mal die ganzen Presswerke lahmlegt. Mhm. Und, aber so langsam geht's wieder. Also der Robby hat jetzt die Karnel Ghoul ins Presswerk gegeben. Die kommt jetzt im April, glaube ich. April meine ich, ja. Und da, also es geht schon, das sind jetzt, wenn da 3 Monate oder so sind, ist das ja okay. Ne? Aber wenn du über ein halbes Jahr auf eine Platte warten musst, ist schon kacke, ey. Ja. Das ist sehr interessant für die Zuschauer, die, ich glaube, die wissen das gar nicht. Du hilfst den Robby da im Lager seit einiger Zeit. Ja, ich unterstütze ihn da. Ich wohne ja in Gronau und von Gronau bis nach Ibbenbüren ist eine halbe Stunde Autofahrt. Und ich komme dann, helfe dann ein bisschen so Wareneingang, ein bisschen kommissionieren, mache jetzt auch noch ein bisschen Promo für ihn.
Weil der gute Mann ist ja ganz allein. Der sagt zwar immer, er kann alles alleine, ist aber nicht so. Ich soll dir auch einen schönen Gruß sagen, übrigens. Ah, super, ja, wir haben ja noch mal was geplant, zu ja. Dritt. Machen wir auch noch, müssen wir noch mal einen Termin finden. Wann und wie. Und was ich noch dazu fragen wollte, genau, bei seinem Label, wo wir gerade das Thema hatten, mit dem Thema Presswerk, weil ich sag mal, so ein kleineres Label, jetzt sag ich mal so Supreme Chaos Records, die sind ja wirklich angewiesen auf Vinyl, CD oder auch Tape, dass das alles am gleichen Tag rauskommt und nicht, dass man das halt so splittet, weil ich meine, die Aufmerksamkeitsspanne, ich weiß nicht, ist die heutzutage eine Woche nur noch und dann ist das Release schon alt, 2 Wochen vielleicht, ne? Schon. Ja, du musst dich halt im Endeffekt immer nach dem Vinyl richten. Ne? Du kannst jetzt, weil CDs sind mehr oder weniger innerhalb von, sag ich mal, 4 Wochen längstens fertig. Ne? Tapes gehen mittlerweile, sind zwar auch mittlerweile ein bisschen, ist ein bisschen schlimmer geworden, aber es geht noch. Aber du musst im Endeffekt warten, bis die, das Presswerk vom Vinyl, bis die dir einen Liefertermin geben und ab da kannst du planen. Vorher kannst du nichts machen. Das ist ganz schlimm. Ja, ich finde es auch mega, mega seltsam irgendwie, dass man sich so lange da alles gedulden muss, bis was rauskommt. Ja. Also ich hätte das vor ein paar Jahren, hätte mir das jemand erzählt, dass wieder so die Presswerke so heiß laufen. Ich hätte das nicht geglaubt. Wie war denn, als du angefangen hast, Metal zu hören, wie war denn da der Stellenwert von Vinyl? Ich habe früher, ich weiß nicht, kennt ihr die noch, diese Malibu Mail-Order-Heftchen? Ja, nee, da kann ich das nicht war so wie so auf so Klopapier, so ganz dünne kleine Heftchen waren das. Und da war dann, Vinyl war im Endeffekt war total günstig. Da hast du irgendwie so, gab doch früher immer diese Sägeblatt-Interview-Shapes und sowas, ne? Die hast du dafür, also ich hab, Kuschke hat sich damals die Black Metal Venom, die Picture, für 9,99 Mark da gekauft. So. Krass. Ja. Und dann war ja auch eine Zeit lang ist ja die Platte, also das Vinyl ist ja total weg gewesen. Und dann wir mit dieser Ast haben wir immer gesagt, also uns ist Vinyl ist wichtiger wie CD, ne? Und da haben wir immer sehr viel Wert drauf gelegt. Und das war aber genau die Zeit, wo eigentlich Vinyl für den großen Markt war das ja gar nicht mehr vorhanden. Das ist ja erst seit so, ich sag mal, seit 4, 5 Jahren wieder, ist ja wieder so ein Hype geworden. Ne? Wenn du, wie du eben gesagt hast, die Discogs-Preise, das ist ja Wahnsinn. Ne? Das ist ja. Ich bestelle da auch nichts, das ist mir zu teuer. Das ist einfach, ist so. Dann lohnt es sich ja vielleicht für Desaster noch die Altbestände rauszuhauen, die sie noch haben. Ich glaube, der Kuschel hat nichts mehr zu Hause, ist alles weg. Ah, okay. Oh. Wie ist das eigentlich bei der Necrosaurus gewesen? Ich meine, Vinyl war ja auch relativ schnell vergriffen. Ihr habt ja 10 verschiedene Farben oder irgendwie 12 verschiedene Farben rausgehauen. Ich dachte mir so, was ist das denn, wer soll das kaufen? Und dann so, zack, ich glaube, spätestens 1, 2 Wochen nach Release gefühlt war alles vergriffen. Weißt du zufällig, was sich mehr verkauft hat? Vinyl oder dann doch CD? Oder ist beides ungefähr? Also das Ding ist, wir haben zwar so eine Abrechnung, also nicht Abrechnung, sondern so eine Übersicht bekommen, ne? Aber da blickt keiner durch, das muss man sich erklären lassen. Aber ich glaube schon, dass Vinyl stark verkauft wurde. Also es ist, also da gibt jetzt kaum noch einen Laden, der noch offiziell die Platten im Schrank stehen hat. Ne? Hatte ich eigentlich der Erfolg überrascht von der neuen Asphyx-Platte? Also ich meine, die aktuellen Asphyx-Platte, die ist ja wirklich in die Top 5, glaube ich, vorgestoßen in den Charts. Top 3, Junge. Ja. Ja, gut, Top 3 ist auch Top 5. Ist auch selbst Top. Vorgestellt bei dir auf deinem Kanal. Also tatsächlich war es so, als wir im Studio waren, aufgenommen haben, war das Gefühl noch nicht so da. Ne? Also wir haben gesagt, geile Scheibe, wird cool. Aber als wir dann ans Mischen gegangen sind und als wir dann so das Endprodukt gehört haben, da haben wir uns schon gedacht, so, oh, das ist schon ein bisschen, das ist schon fett. Ne? Mhm. Aber dass das jetzt so extrem gut angenommen wird, ich meine, Asphyx ist ja jetzt nicht so eine, sag ich mal, so eine glatt polierte Death-Metal-Band, ne? Mhm. Und wir sind jetzt auch keine Mega-Musiker oder sowas, ne? Und aber trotzdem ist die Platte sehr gut angekommen. Und das war natürlich überraschend, dass wir da auf Platz 3 waren und so. Auch wenn es natürlich nur für eine Woche war, aber ist ja immer egal. Ne? Mhm. Also auf jeden Fall, Plattenfirma ist sehr zufrieden. Und auch hier auch mit Seb, der gemischt hat und so. Wir haben, also war die Platte hat da alles gestimmt. Ne? Vom Layout über Sound, über auch dann noch diese blöde Streaming-Show, die wir gemacht haben und so, ne? Mhm. Ich meine, halt blöde. Also ich fand das nicht, es war kein Ersatz für eine Live-Show, es war okay, ne? Aber
Ja, aber das hat halt alles gepasst und das war zum richtigen Moment, haben wir alles rausgebracht und so, ne, und das, ja, war gut. Würdest du auch sagen, sag mal, so eine Chartplatzierung, Platz 3 hat euch unter anderem ermöglicht, so einen Headliner-Spot beim Rockart abzugreifen, oder war das dann so, okay, die Anfrage war schon vorher da und... Ja, ne, ich glaube schon, dass das ein bisschen was auch damit zu tun hatte, das ist schon klar. Mhm. Und du merkst auch, dass das Interesse an der Band jetzt nochmal gewachsen ist. Das ist schon in den letzten Jahren immer mehr gewachsen, aber das ist jetzt nochmal extrem angestiegen. Wir spielen ja auch nicht zu viel live, aber wir sagen schon einige Festivals und so auch ab, weil da einfach dann irgendeine Kleinigkeit nicht stimmt, wo wir dann sagen, komm, lass uns das nächstes Jahr machen. Also wir sind jetzt zurzeit noch in der Position, wo wir uns tatsächlich auch noch ein bisschen was aussuchen können und nichts suchen müssen. Das ist schon sehr gut. Ja, nice. Ja, wolltest du, ich weiß nicht, wie ich unterbrechen. Möchtest du was fragen, Kai? Ich möchte mal den Vortritt lassen. Ja, und zwar mit Rotten Casket, wie da so die Live-Pläne sind. Ich meine, ihr habt ja den Van Druun als Frontmann. Und viele werden erstmal sagen, oh cool, Van Druun, Death Metal, oh cool, Asphyx. Ah, nee, nicht ganz. Es ist Rotten Casket. Wie war das eigentlich, oder ich frage erstmal nochmal vorher, als ihr ihn gefragt habt, hey, willst du bei uns in der Band singen? Weil vorher das Line-Up, das war ja anders. Dass er dann auch gesagt hat, jo, ich hab Bock nochmal auf eine andere Death-Metal-Band. Wie hat er darauf reagiert als erstes? War er so, ja, weiß nicht, ich bin ja schon hier bei Asphyx und das überschneidet sich? Oder war so, jo, ich bin dabei? Ja, also ich meine, die eine Sache ist natürlich, dass wir zwei von Anfang an auch gesagt haben, so, Rotten Casket ist schon eine ernstzunehmende Band und da ist auch, wir stehen auch voll hinter, aber Asphyx hat natürlich Vorrang. Also wenn jetzt die Sommerfestivals anfangen, hoffentlich, dann wird natürlich Rotten Casket erstmal ein bisschen zurückfahren müssen, so, ne? Aber es ist so, wir haben Van Druun die neuen Songs geschickt, ne? Und der fand die geil, der ist ja auch so ein bisschen so ein alter Punker und da ist ja auch so ein bisschen Punk-Crust so ein bisschen mit drin, ne? Und das fand er ziemlich geil und da hat er gemeint, ne, mach ich. Und ja, also war jetzt nicht so, dass er sich geziert hat oder so, sondern ich musste nicht überreden oder besoffen machen, sondern ging einfach so. Ich wollte gerade sagen, der ist ja auch, der Martin ist auch so ein Hansdampf in allen Gassen hier. Hail of Bullets hat er schon gesungen, Grand Supreme Bloodcourt und so. Also der ist ja jetzt auch nicht faul. Nö. Ganz im Gegenteil. Nö, der ist immer fleißig Text am Schreiben zu Hause. Ich kann mich auch, wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal gesehen, aber großartig auf der Bühne und seine Ansagen. Ich kann mich erinnern, damals auf dem NRW Deathfest in Wermelskirchen, kommt vor 10 Jahren, wo er irgendwie so gemeint hat, so, sind wir hier im Ruhrpott? Und dann alle, ja, wo sind wir denn dann? Im Bergischen Land. Ja, der setzt sich auch ab und zu mal in den Nesseln mit seinen Ansagen. Ja. Das Beste war auch in Osnabrück, das war ja direkt irgendwie da im Hafen oder irgendwie so. Und da hatte auch irgendwie so eine Verbindung dazu, genau, weil es ja Hafenfest war. Ja, wir sind ja beim Hafenfest, da vorne ist Wasser, jetzt gibt's Bismarck. Alles rot drauf. Ja, ja. Geil. Ja. Da musst du manchmal muss man sich auch das Lachen verkneifen auf der Bühne bei seinen Ansagen. Wenn er zu viel gezwitschert hat, dann kann es doch mal sein, dass Paul und ich uns angucken und dann wird direkt angezählt, wenn er noch am Erzählen ist, so, weil er manchmal ein bisschen ausschweift. Ja, das kenne ich auch persönlich als Sänger, dass man abgewürgt wird. Aber hattet ihr schon mal sowas deswegen, so einen Shitstorm, was ja in den letzten Jahren und gerade nochmal durch die Pandemie irgendwie verstärkt zugenommen hat? Sind dieses Cancel Culture, irgendeine Band, die äußert sich falsch oder macht etwas? Jetzt sage ich mal, was unglücklich ist, Stichpunkt eine deiner ehemaligen Bands, ohne das jetzt irgendwie nochmal aufzugreifen. Ja. Aber bei Asphyx war auch mal so eine Situation. Ich wusste, dass du es nochmal ausbringst. Ich habe auf Asphyx bezogen, nicht auf eine seiner ehemaligen Bands, ohne die Band natürlich zu nennen hier. Also tatsächlich war da mal was. Und zwar, wir haben auf der Herbstoffensive vom Partisan gespielt. Das war ja so eine Corona-Edition. Und bei denen war es so, die durften, also es war ein abgenommenes, vom Gesundheitsamt ein abgenommenes System, was die sich überlegt hatten. Und zwar wurden auf dem Gelände immer so Dreiecke gestellt mit Gittern. Ne? Und dann durften innerhalb der Dreiecke 6 Personen ohne Maske stehen. Ne? Dann 1,50 Meter Abstand, nächste Dreieck und so weiter. Ne? Und das sah aber von der Bühne aus, wenn du es fotografiert hast, sah es aus, als ob die Leute einfach alle zusammen ohne Maske vor der Bühne standen. Ne? So, und ich mache ja immer ein Foto vom Schlagzeug aus und poste das nachher. Ne? Hab das dann auch gemacht.
ey, da ist ein Shitstorm losgegangen, wie man das machen könnte, die Pandemie, bla bla bla. Und da habe ich mich bei den ersten zwei noch versucht zu erklären und dann habe ich den Post gelöscht, weil das war einfach, da haben sich die Leute auch so in Rage gesprochen, ne? Da konntest du denen sagen, dass das vom Gesundheitsamt abgenommen war, dass die Leute vom Gesundheitsamt waren vor Ort, ne? Und sobald du irgendwo hingegangen bist, musstest du Maske anziehen, Hände waschen, so die ganze Standards mittlerweile, ne? Ja, aber das war, ich habe dann auch irgendwann keinen Bock mehr, den Leuten dazu erklären, wenn du das zweimal gemacht hast und dann haben die dich hochgepusht und so, ne? Da habe ich das Ding einfach gelöscht. Ist halt so passiert. Ne? Was mir auch letztes Jahr vor allen Dingen aufgefallen ist, wie krass unterschiedlich teilweise so Festivals und Konzertlocations das handeln. Manchmal musstest du wirklich die ganze Zeit mit Maske rumlaufen, bei manchen durftest du dich irgendwo hinsetzen, die Maske abnehmen, bei anderen gab es gar keine Regeln, da konntest du eigentlich überall ohne Maske rumlaufen. Wie hast du das so erlebt, gerade letztes Jahr? Ja, das ist ja teilweise hier in Deutschland, ist das ja wirklich bundeslandabhängig gewesen. Osnabrück mussten sie an den Tischen sitzen. Ne? Mhm. Und nach später haben wir wo haben wir da gespielt? Oder eine Woche später haben wir auf jeden Fall zum Beispiel in Göttingen gespielt, glaube ich, war eine Woche später. Da durften die Leute, die mussten nur ihre Impfnachweis oder Testnachweis und durften dann vor der Bühne ohne Maske stehen, weil halt auch nur 200, 300 Leute da waren oder sowas. Ne? Mhm. Dann haben wir auf dem Alcatraz in Belgien gespielt. Da waren, lass mich lügen, 20 oder 30.000 Leute. Und da wurde halt geprüft. Ne? Da musstest du deinen Impfnachweis vorzeigen oder deinen Test. Du wurdest vor Ort nochmal getestet, wenn du nur getestet warst. Und dann hast du ein Bändchen bekommen und dann war das wie früher. Also einfach auf Gelände drauf. Leute haben sich besoffen in den Arm gelegt, haben sich abgeknutscht. Ne? Und da hast du auch nichts mehr gehört, ob da jetzt irgendwie sich einer angesteckt hat oder nicht. Also, und auch im Backstage, ne, war, sobald du das Bändchen anhattest, musst du keine Maske mehr tragen. Mhm. War halt. Ich habe mich doch sicher gefühlt, muss ich ehrlich sagen, ne, weil du bist ja davon ausgegangen, ne, wenn die alle ihren Impfnachweis gezeigt haben und ihren Test und so, ne. Und also ich habe auch aus der Zeit keinen gehört, dass sich da irgendeiner angesteckt hat. Ne? Das ist natürlich jetzt mit dieser neuen Variante wahrscheinlich wieder anders. Da musst du ja nur mal räuspern und dann hat dein Nachbar direkt schon die Krätze da, ne? Aber damals war das okay. Ich finde lustig, dass man sagt damals und so weiter. Das sind ja eigentlich nur wenige Wochen her und schon veraltet. Das war nur, Ich merke das so, wenn ich nach Corona-Informationen suche, da gucke ich manchmal so, was, zwei Tage alt? Das ist doch schon längst überholt. Ich brauche neuere Sachen. Das geht ja schnell, ey. Ja, das ist total krass gerade. Was ich auch noch, ich meine, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber was ich mich ganz halt frage, wie kommt man eigentlich dazu, in jungen Jahren Drummer zu werden? Das Ding ist groß, teuer, ist laut, die Eltern sind vielleicht nicht so erpicht darauf, dass man Drums spielt. Wie wird man Drummer? Tja, also ich meine, ich bin ja bis heute noch kein richtiger Schlagzeuger, ich schaue ja auch noch auf das Ding rum. Aber ich weiß nicht, also das war irgendwann, also bei mir war es so, ich habe irgendwann auf einer Party Knüppele voll einfach da gesessen, dann ist ein Bekannter von mir früher, auch von der Schule, der ist auf der Bühne und hat so ein Ein-Mann-Projekt gehabt und dann hat er einfach gesagt, so, du setzt dich jetzt dahin, da musst du dich auf so Persiltrommeln rumhauen. Da habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich gar nicht so geil. Und dann irgendwann habe ich dann in dem Jugendhaus, wo wir später unseren Proberaum hatten, da stand so ein ganz uraltes Schlagzeug in der Ecke rum, das habe ich mir aufgebaut und habe einfach ein bisschen dran rumgetrommelt und dann irgendwann ging das so, dann hat der eine das gehört, dann hat er dem gesagt, hier, guck mal, der kann ein bisschen Schlagzeug spielen, komm, wir machen eine Band. Dann immer weiter. Ja, jetzt ist mittlerweile so, ich habe mir jetzt unten im Haus, habe ich mir jetzt selber einen Proberaum gebaut, da steht mein zweites Schlagzeug jetzt schon drin, das ist so ein bisschen so Man Cave, da habe ich so alles an Schlagzeug gehangen, was irgendwie geht. Ja, aber ich weiß nicht. Irgendwie war es auch Zufall. Also war jetzt nicht so, dass ich da hingegangen bin und gesagt, ich muss jetzt ein Instrument lernen, weil ich komme eigentlich auch aus einer total unmusikalischen Familie. Also von meinen Eltern und Großeltern hat keiner ein Instrument gespielt oder so. Mhm. War Zufall. Bist du eigentlich entsprechend auch jemand so, ich meine, es gibt ja immer so Drum-Magazine, genauso wie es Gitarren-Magazine gibt, wo dann Leute über ihre Technik erzählen und ich mir immer denke so, oh, keine Ahnung. Bist du jemand, der auch was damit anfangen kann oder denkst du dir so, ja, das Nötigste weiß ich, aber ich will jetzt auch kein Virtuose da werden? Ich reagiere genauso wie du. Ah, okay. Sehr gut. Da war ich auf 70.000 Tons of Metal da, auf diesem Metal-Schiff da und da musste ich zusammen mit dem Schlagzeuger von Vomitory / Niflheim / Cut Up. Mhm. Mit dem haben wir so
für irgendein Schlagzeugmagazin sollten wir ein Interview machen. Und ich guck den an, sag so, ey, bist du ein Nerd? Und er so, ja. Ich so, geil. Keine Ahnung, ey. Weißt du, also ich bin jetzt nicht so, ich kann dir nicht erklären, was ich da spiele oder so. Ich könnte dir, weißt du, sagen, weil ich mache alles nur, ich hatte auch nie einen Lehrer oder so. Ich mache einfach alles aus dem Gefühl raus. Ja, das ist aber auch cool. Also, ich meine, es gibt viele, die immer so Wert drauf legen, dass sie irgendwie einen Lehrer für ihr Instrument haben oder für ihren Gesang, weil ich weiß auch nicht. Also, ich glaube, das Wichtige ist ja die, dass man so mit Seele und mit Passion dabei ist, dass man es auch irgendwie fühlt, das, was man macht und nicht, dass man so das zu verkopft ist. Weil im Gegensatz, was ich auch immer wieder merke, es gibt irgendwie Leute, die sind mehr Musiker als Fans. Ja. Und es gibt vielleicht Leute, die sind mehr Fans als Musiker. Ja. Und bei jemandem wie dir würde ich fast sagen, das ist ausgeglichen. Aber na gut, vielleicht schlägt es auch ein bisschen eher in die Fanrichtung aus. Wie würdest du das sehen? Also ich bin definitiv ein Fan und mache Musik. Also ich bin jetzt nicht, ich bin definitiv kein Musiker. Das war auch, ich meine, ich habe ja auch einige Nackenschläge bekommen, wo ich bei Sodom war. Ne? Dass viele Leute, ich meine, ich bin nach Macker bei Sodom rein, ne? Und das war ja wirklich, ich habe dem Tom damals gesagt, wenn ich zu Sodom reinkomme, dann zitiere ich Lemmy, das hört sich an wie der dritte Weltkrieg in der Telefonbox. Ne? Und das war halt auch, ne? Ich habe dem halt gesagt, ich kann mit Noten nichts anfangen. Ich habe bei Sodom das erste Mal im Leben mit Klick eine Platte aufgenommen. Also und wie gesagt, ich sehe mich halt wirklich als Fan und ich mache das jetzt auch. Und das ist jetzt zum Beispiel, das ist das Schöne bei S-Fix, da ist es auch so, wir sind alle vier keine Musiker. Am ehesten noch Martin, ne, weil er lebt halt auch davon und der macht ja auch viel. Aber ich sehe mich nicht als Musiker. Also dafür, das war ja auch einer der Gründe, warum ich dann noch bei Sodom weg bin, weil ich muss mich da halt entscheiden. Ne? Ach so. Ich habe auch ein bisschen rausgehört, dass du gefragt wurdest, ob du bei Sodom einsteigst. Und, Ja, nee, da war so ein Mischmasch aus beidem. Weil weil ich ja bei Continental Concerts arbeite, habe ich eine Pressemitteilung einen Tag vorher bekommen, als das rauskam mit, dann habe ich Tom angerufen und habe nur gesagt, ey, wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder so, sag Bescheid, ne? Ja, und dann kam das eine zu dem anderen. Aber ich habe dann im Nachhinein auch schon rausgehört, dass ich schon ausgekundschaftet wurde durch ein paar Kumpels von Tom. Oh, Sodom hat Scouts. Stimmt, ich habe noch die letzte Show gesehen, diese 35-Jahr-Show in Bochum. Und danach muss es wohl richtig gekracht haben. Und dann kam Anfang des Jahres 2018 die Rundmail. Ja. Auf der Show war ich auch. Ja, doch stimmt. Das erinnere ich mich. Aber wo du das gerade nochmal sagtest, so mit Sodom-Fans um Nacken schelte, das habe ich schon öfters gehört von Musikern, die dann irgendwo in Bands einsteigen, dass da so die elitären Fans oder Bekannten, die da schon die Band irgendwie, weiß ich schon, so 40 Jahre, das muss man schon sagen, in die vierte Dekade so verfolgen, dann sagen so, hör mal, dein Infill, das war jetzt aber nicht so genau, ne? Wo ich mir denke so, ja, stellst du dich doch am Schlagzeug hin und mach's besser so oder noch besser, dann noch ohne jetzt den Witch Hunter irgendwie zu diskreditieren oder so und sagen, ja, der Witch Hunter hat das anders gespielt, wo ich mir denke, ja, dann frag mal den Tom, wie der Witch Hunter das gespielt hat, da wird er sagen, nee, das war schon in Ordnung so, aber ist auch nicht richtig, ne, also lass mal die Kirche so im Dorf. Ja, ich hab da, ich meine, das war mir auch klar, dass ich da auch jetzt nicht nur auf Zuspruch gestoßen bin, ne, aber klar, wenn man sowas liest oder so, da tut im ersten Moment schon ein bisschen weh, aber da muss man doch dann drüber stehen. Und ich weiß ja von mir selber, dass ich jetzt kein perfekter Schlagzeuger bin. Ich versuche auch meine spielerischen Fähigkeiten brav unten zu halten, dann lieber mal nach oben ausstoßen, als wieder permanent auf Fresse zu kriegen. Ja, aber auch bei Sodom, ich weiß nicht. Also bei Sodom ist ja auch alles irgendwie gefühlt immer sehr stark im Wandel. Ich glaube, die haben so viele Ex-Mitglieder, da kannst du bald, ich glaube, fast so viele Ex-Mitglieder wie Schalke Ex-Trainer hat. Also ist schon ziemlich verrückt, ich glaube. Ja, du musst auch überlegen, wie lange die Band gibt. Ne? Und es gibt halt auch viele Leute, die bleiben halt nicht ewig. Ist halt so. Ja, ich meine, es ist so ein bisschen auch wie Megadeth oder so. Das ist halt, es gibt halt eine Person und drumherum wechselt es halt sehr oft. Ich meine, Motorhead war ja auch nicht immer in einer Konstellation. Das ist ja, guck dir selbst mal Crater an. Ja, genau, auch ein gutes Beispiel. Ja. Ich meine aber natürlich, du hast absolut recht, also was der Kai auch gemeint hat, so gerade Sepultura ist ja ein gutes Beispiel, wo man sieht, dass man nach 30 Jahren immer noch der Neue sein kann. Ja. Also.
Ja, wir sind mit, ich glaube, gerade die Metal-Szene ist ja, glaube ich, sogar noch konservativer als, glaube ich, andere Szenen. Ja, oder was meinst du? Definitiv. Da muss nichts zu sagen. Ich meine, das ist halt so, ne? Mhm. Ist ja auch, ich zitiere einen Kumpel von mir, der gesagt hat, nach dem Demo ging's bergab. Ja, genau. Ein guter Klassiker. So. Also nach dem Demo kam der Mainstream. Das genau, genau. Sellout. Aber das ist ja auch irgendwo ein bisschen das Schöne so daran. Ich meine, bei mir ist ja genauso. Ich, keine Ahnung, AC/DC, weißt du, da ist ja der Brian Johnson ist immer noch der Neue. Ne? Ist so. Ne? Ja, das stimmt. Mhm. Deswegen, ist alles cool. Ich kann mich daran erinnern, wo sie ein paar Gigs gespielt hat mit Axl Rose, was da der Aufschrei war. Ja. Oh, das war auch nicht so geil. Ach ja. Ich meine, ein Leisten, sag ich. Ja. Aber ich sag mal so, es ist, glaube ich, einfacher für so jemanden in solche Fußstapfen zeitweise zu steigen, als wenn du einen ganz Unbekannten hast. Ich kann mich damals erinnern, als ich mal Anthrax live gesehen habe, 2009, mit dem Dan Nelson oder so, das war ja auch so ein relativ unbeschriebenes Blatt, der hat sich auch nicht lange da gehalten auf dem Posten. Ich glaube, da gab es auch Streit, ne? Also der ist dann irgendwann gesagt, so, leckt mich, ich bin weg. Und auch mit, von Amorat Saint, John Bush war ja auch nicht alles so. Wo ich besonders bei Anthrax ziemlich geil fand, muss ich sagen. Voll. Ja, aber definitiv. Aber da kam ja auch raus, dass sie den betuckt haben mit Geldern und sowas. Und dann kam ja diese Reunion-Show, wo die gesagt haben, ja, jetzt machen wir hier wieder mit den Alten und mit Belladonna. Und da hat er gesagt, nee, jetzt reicht's. Also dann, ciao. Ja, ja. Wo ist das? Übrigens, ich möchte sagen, Joey Belladonna, habe ich das mal erzählt, eine der größten Diven, die es gibt in Bezug auf Autogramme geben. Sehr, sehr speziell möchte ich auch nochmal hier erwähnen. Daher auch unsympathisch. Ich mag Anthrax mit John Bush, aber nicht Belladonna. Sorry. Nee. Ich mag Belladonnas Stimme schon sehr gern. Ich finde, ich habe ihn auch live gesehen, ich fand das schon sehr geil. Ich habe John Bush bisher leider nur mit Amon Saint gesehen. Ich kann, das ist, glaube ich, der einzige Anthrax-Sänger, den ich nicht gesehen habe mit Anthrax zusammen. Also ja. Der Nelson habe ich tatsächlich geschafft. Aber nee, John Bush leider nicht. Den habe ich schon mit Amon Saint live gesehen. Aber das war sehr, sehr geil, muss ich sagen. Amon Saint. Amon Saint. Das war die neueste. Habe ich auch mit Metal Church zusammen gesehen. Stimmt. Vor 3 Jahren oder so. 2019 in Aschaffenburg. Das war noch mit dem Sänger, der jetzt auch vor kurzem gestorben ist, von Metal Church, so letztes Jahr. Cool. Ich möchte so die letzte Kategorie nochmal einläuten, und zwar Thema Booking. Ja. So, 2022, ganz frisch ist das Jahr, aber ich sehe so die ersten Konzerte, großen Konzerte in Amerika werden abgesagt, hierzulande werden Sachen bekannt gegeben für Februar. Ich weiß nicht, wie du aktuell gestimmt bist. Ich kenne das von meinem Job her. Bei uns, die Veranstaltungen werden auch alle für Januar komplett, ist eh nur eine Woche abgesagt, Februar auch, aber man hofft so auf den März, dass da wieder hoffentlich so ein bisschen Routine reinkommt. Wo ich mir aber denke, vor 2 Jahren im März kam halt der große Lockdown und letztes Jahr im März war es auch nicht so besonders. Wie ist das bei euch, bei Continental oder generell mit Shows 2022? Haltet ihr euch da noch bedeckt oder habt ihr da auch Konzepte für Corona-Shows in der Hinterhand? Ne, Corona-Shows in der Hinterhand haben wir direkt nicht. Bei mir zum Beispiel, mit meinen Bands ist es so, dass ich ab Mai jetzt erstmal anfange. Wenn vorher in Deutschland so ein paar kleinere Shows irgendwie stattfinden, das kann vielleicht passieren, aber ich glaube so, richtig losgehen tut es Mai, Juni. Das ist. Und natürlich planen wir, aber im Endeffekt irgendwie verlierst du auch langsam die Lust. Ich habe, wenn du zum dritten Mal eine Tour umbuchst oder Festivals umgebucht werden müssen und sowas, dann macht das auch keinen Spaß mehr. Und wie lange sollen das noch die Venues und Clubs und was weiß ich was, wie lange sollen die das noch durchhalten? Ja, ich meine auch vor allen Dingen, ein ganz krasses Beispiel ist ja die Ozzy Osbourne Tour. Die wird, glaube ich, seit 2019 verschoben. Bei 2019 hatte er gesundheitliche Probleme, dann kam die Pandemie und jetzt ist es, glaube ich, aktuell auf 2023 verlegt worden. Also das ist kompletter Wahnsinn. Ja, vor allem überleg mal, der ist jetzt noch mal 4 Jahre älter. Irgendwann ist Feierabend. Mit seiner Krankheit auch noch, dass er das. Richtig, ja. Ja, aber das ist ja nicht nur die Live-Shows, ne? Das ist ja auch. Man muss ja auch überlegen, jetzt wenn die großen Touren wieder losgehen, wir haben jetzt vermehrt festgestellt, dass zum Beispiel, dass die ganzen Nightliner-Fahrer, die haben alle andere Jobs.
die sind alle LKW-Fahrer. Ja. Ne? Mhm. Oder die ganzen Crew-Leute, ne, die teilweise jetzt andere Jobs haben und sich denken so, ey, warum muss ich mir da zwei Wochen jeden Tag um die Ohren hauen, wenn ich für mehr Geld in der Woche meine 40 Stunden da in der Woche mache und Feierabend ist. Ne? Richtig, ja. Ja, und da wird es auf jeden Fall noch ein Problem geben. Das sehe ich auf jeden Fall. Ne? Ja, wir haben auch Fachkräftemangel, ja. Das ist es. Wir haben auch einige Stellen ausgeschrieben. Gastro von Technik, Gastro, alles querbeet. Da zieht ja auch im Moment noch keiner. Ne? Das ist auch klar, dass sich auch, also ich denke mal, die Meldungen werden da ein bisschen, werden nicht so überschäumend gewesen sein, oder? Darf ich auch mal eine blöde Frage stellen, wenn ich ja schon hier einen Experten da habe? Kannst du mir mal erzählen, warum man eigentlich immer die Sachen von Winter zu Winter legt, wo man sich doch denkt, also wenn Corona immer noch da ist, dann wird es doch im Winter eh wieder schwer. Das heißt, die Leute haben es von Dezember 2020 auf Dezember 21 gelegt und dann, ja okay, dann legen wir es auf Dezember 22. Ich glaube, da muss man einfach auf die, kommt ja auch auf die Band an. Es gibt ja auch manche Bands, die können nur in einem Zeitraum XY, ne? Und es ist ja auch so, dass im Sommer brauchst du keine richtigen, also klar, du hast zwar die Bands auf Tour, aber die spielen ja hauptsächlich Festivals und machen Filler-Shows. Mhm. Diese richtigen Headliner-Touren, die sind ja nun mal entweder im Frühjahr oder im Winter. Ne? Das ist ja dann, sag ich mal, so von September bis November, ne? Dezember vielleicht noch ein bisschen. Das ist halt so. Ne? Ich denke mal auch, du brauchst ja auch einen gewissen Vorlauf, weil du musst ja so viel organisieren im Vorfeld. Selbst bei einer Verlegung ist ja nicht so, dass du 1:1 die Tour wieder rüberbuchen kannst, sondern du musst ja wieder die Kilometer zwischen den einzelnen Läden musst du gucken, ne? Du musst gucken, haben die Läden überhaupt da frei, können die Band da haben und so, ne? Das ist halt natürlich alles nicht so einfach. Apropos Läden, hast du irgendwie mitbekommen, dass viele zugemacht haben? Weil mir ist tatsächlich erstaunlich wenig bekannt von Läden, die zugemacht haben jetzt in den letzten 2 Jahren. Also weniger, als ich gedacht hätte. Ja, also ich kenne viele kleinere Läden, die jetzt oder die seit der Pandemie tatsächlich komplett zu sind, weil die einfach zu klein waren, um auch in den Lockerungszeiten aufzumachen. Ne? Mhm. Aber so jetzt so direkt geschlossen hat bis jetzt noch keinen. Ist halt viele Locations sagen halt, ja, wir haben jetzt erstmal Buchungsstopp, ne, bis wir genau wissen, was passiert. Und so lange gehen dann natürlich auch die Mitarbeiter gehen dann auf Kurzarbeit oder so, ne, oder machen sich in anderen Tätigkeiten. Also ich so richtig zu, also richtig komplett geschlossen, wüsste ich jetzt im Moment auch nicht. Okay, alles klar. Cool. Kaio, hast du noch was du loswerden möchtest? Ich wäre mit meinen Fragen durch. Dann würde ich sagen, Husky, letzte Worte gehören dir. Was möchtest du der Welt sagen? Der Welt? Oder unseren Hörern? Unserer Podcast-Welt. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für dieses nette Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Und ansonsten, es wurde ja eigentlich alles gesagt. Ich bin nicht so einer, der sagt, kauft die Platten, bla bla bla. Das sollen die Leute selber rausfinden. Deswegen wünsche ich allen nur viel Gesundheit, viele Konzerte, hoffentlich bald wieder. Und gute Platten von guten Bands. Wunderbar, ja. Super, sehr, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, Husky. Ah, ja, und, vergessen. Ja. Ich wollte noch erklären, hier mit Schengelche. Ja. Leute. Ah ja, genau. Da muss man so sagen. Also, in Koblenz steht ein Brunnen. Da ist genau eine Figur obendrauf und die spuckt einmal in einer halben Stunde Wasser. Und da wird der Tourist wird immer genau an den Punkt gestellt, wo das Wasser von der Figur endet. Richtig. Das ist das Schengelche. Ist so eine Art Mannington-Piss. So in der Art, nur oberum. Ja. Ja, richtig, richtig. Nur oral. Gibt es in Frankfurt übrigens auch. Also das ist da nur so eine Statue von einer etwas älteren Frau, die Frau Rauscher. Die Frau Rauscher. Aus der Klabbergast. Das ist natürlich auch eine Rockkneipe. Genau. Und daher nochmal kurz der Hinweis für die Leute da draußen. Neueste Veröffentlichung Rotten Casket über Supreme Chaos Records unter anderem auf CD. Erhältlich und schaut mal bei der Band auf Facebook vorbei. Da findet ihr auch sämtliche Links zum Tape und zu der Vinyl. Da gibt es 3 verschiedene Farben. Ab sofort erhältlich. Genau, und wenn euch das noch nicht reicht, uns gibt es hier von Total Moshpod auch auf allen möglichen Streaming-Plattformen. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram. Und wenn euch das noch nicht reicht, findet ihr geilste Underground-News bei moshpitpassion.de, auf YouTube auch weitere Interviews. Da gibt es auch noch das ganze Interview mit was der Husky und der Kaio vor 1,5 Jahren geführt haben.
ist auch noch sehr, sehr aktuell und sehr, sehr interessant. Und ja, ansonsten, wie gesagt, folgt uns für noch mehr spannende Rezepte. Und du hast natürlich deine eigenen Sachen vergessen. Totgehört.com ist der Place to be für gute Underground-Reviews. Natürlich wie totgehört.tv auf YouTube, wo der Adrian in letzter Zeit viel shoppt und die Sachen vorstellt, wo ich ganz neidisch werde, ja, dass er sehr, sehr gut verdient, wo ich mich frage, Hut ab, mein Lieber. Wer kann, der kann. Wer kann, der kann, ja. Alles klar, so, dann machen wir es auch nicht länger, als es sein muss hier. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.